Hallo meine Lieben, ja, ich melde mich mal wieder mit einem Haul und zwar bin ich ganz spontan für 2 Tage, 1,5 Tage nach Dortmund gefahren. Ja, ein bisschen SOS bei meinen Freunden und musste da hin, genau. Und bei der Gelegenheit bin ich natürlich in den Action gefahren, logischerweise. Und ja, mache jetzt einen kleinen Haul. Ich war auch noch in einem anderen Laden, der heißt Cody. Und das ist auch so ein, ja, ein günstiger Laden, sage ich jetzt mal, nicht so günstig wie Action. Und da kann man auch alles Mögliche kaufen. Der ist auch nicht so besonders groß. Aber da habe ich trotzdem ein paar Sachen gefunden. Auch die zeige ich euch natürlich. Aber anfangen tue ich mit Action. Ja, Geschenkpapier war irgendwie mega günstig. Ich glaube 3 Meter mal 70 Zentimeter für 49 Cent oder 46 Cent, irgendwie so. Keine Ahnung, es war voll günstig auf jeden Fall. Also unter 50 Cent für 3 Meter fand ich cool. Also fand ich völlig in Ordnung vom Preis her. Und das sieht halt ganz schön aus. Das kann man auch, finde ich, ganz gut mal für Männer oder für Jungs nehmen. Ja, und das hier auch. Finde ich jetzt so unisex. Und für den Preis musste ich das auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten habe ich mir die Preise jetzt ehrlich gesagt nicht so gemerkt, aber das ist ja auch nicht so wild. So, dann habe ich diese Teile hier für jemand anderen mitgenommen. Da fehlt aber irgendwie noch eins. Also die habe ich auf jeden Fall für jemand anderen mitgenommen. Deswegen zeige ich die jetzt nur so kurz. Ich habe für mich auch noch welche mitgenommen, die zeige ich euch dann aber gleich. So, dann habe ich für meine Mixed-Media-Geschichten mir diese Leinwände mitgenommen. Und zwar sind das so schmale, da sind so 3 Stück drin. Ich mache das gerade mal auf und zeige euch das mal. Die hatte ich auch irgendwie vorher noch nie gesehen. Da sind mir nicht aufgefallen, weil ich nicht drauf geachtet habe, keine Ahnung. Naja, und wenn man dann wieder mit was Neuem anfängt, dann guckt man natürlich dafür, ob man dafür nicht irgendwas sieht. Und dann habe ich halt, wie gesagt, diese Leinwände. Und das sind hier 3 Stück, solche dünnen Teile. Die ist nochmal extra eingepackt, weiß ich nicht warum. Und ja, die sind natürlich super fürs Mixed Media. Und da habe ich mir 2 Pakete mitgenommen, also 6 Stück, 25 x 25 cm. Und die haben auch, glaube ich, nur 1,39 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Also echt günstig. Ich habe mich geärgert. Bei diesem Kodiak hatte ich vorher auch welche mitgebracht. Die seht ihr nachher. Und die waren teurer. Da habe ich mich geärgert. Aber gut, so ist es manchmal. So, dann habe ich mir noch für mein Mixed Media solche Schablonen mitgenommen. Und zwar sind da immer ganz verschiedene drin, in jeder Packung hier 4, 5 Stück. Und in der hier sind dann diese Muster drin. In dieser Packung sind diese Muster. Hier haben wir diese. Diese welche. Diese hier. Und die, ja, und das hat sich für mich sowas von gepasst, weil ja, ich halt nicht so viele habe und hier sind jedes Mal 5 Stück drin und ich habe hier 6 Packungen, also ja, mal eben 30 Stück finde ich jetzt natürlich echt cool. Wunderbar. Dann gibt es neue Stempel, diese Duo-Stempel, wo man dann halt so 3-mal hintereinander irgendwie stempelt. Und die fand ich alle nicht so doll, bis auf das Lama. Das musste natürlich auf jeden Fall mit. Und so sieht das dann aus, wenn das fertig gestempelt ist. Und genau hier hinten sind dann nochmal die anderen Sachen drauf. Wobei ich den eigentlich auch ganz witzig fand. Hatte ich auch erst in der Hand und habe gedacht, ach nee, komm. Und Katze hatte ich erst in der Hand für andere Leute. Aber ich habe halt festgestellt, wenn ich jetzt für mehrere Leute, sage ich mal, was mitgenommen habe, war es meistens so, dass es gar nicht so groß Interesse dran bestand. Oder dann, wenn die Sachen dann schon weg waren, wenn ich es dann schon irgendwie anderweitig verschenkt hatte oder so, dass mich dann jemand angeschrieben hat. Und deswegen sage ich mir, nee, komm, ich
hole jetzt die Sachen für mich und wenn mich jemand mal vorher irgendwie anspricht, ob ich für ihn gucken kann, dann mache ich es. Aber ansonsten kaufe ich die Sachen halt nur noch für mich, weil sonst habe ich hier alles doppelt und dreifach rumfliegen. Und das ist dann auch ein bisschen schade. Ja, ich habe natürlich trotzdem noch meine Verschenkbox und wenn dann so richtig coole Sachen sind, dann nehme ich bestimmt auch mal zwei mit, aber ich werde es nicht mehr bei fast allen Sachen machen. Genau, so. Dann habe ich mir hier so einen Block mitgenommen und da ist Papier drin und ich sehe gerade hier vorne, das ist ganz schön schmuddelig. Und ich weiß gar nicht so ganz genau, wofür das ist. Also hier vorne sind ein paar dünnere Blätter. Hier sind jetzt so ein bisschen festere, so wie Farbkarton. Und dann haben wir das hier auch in Braun, einmal so dünnere und hier dann auch so festeres wieder. Und hier hinten das gleiche nochmal in Schwarz, einmal ein dünneres und dann eben auch hier wieder festeres, also Farbkarton. Ja, fand ich irgendwie ganz cool und das habe ich mir mitgenommen. Muss mal gucken, wofür ich das genau verwende. Vielleicht für wie Briefpapier, nur selbst gemacht. Also hier halt dann was draufgeschrieben, weil das auch schön weich sich anfühlt. Und ja, den Farbkarton dann eben als, als Briefumschlag vielleicht mir bastle oder so. Oder ich werde es mal ausprobieren, wenn ich da mit Aquarellfarben drüber male, wie das Papier sich verhält, das dünne und das dicke. Vielleicht mache ich da mal irgendwie einen Test zu und probiere hier mal so ein bisschen aus. Und vielleicht zeige ich das dann auch mal, während ich da rumprobiere. Mal gucken. Könnt ihr mir ja mal unten schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, zu gucken, wie dieses Papier hier mit verschiedenen Stiften reagiert. Und ja, dann teste ich den einfach mal mit euch gemeinsam. So, was haben wir hier noch? Genau, dann komme ich mal zu den Embossing-Teilen. Genau, das hier war noch für sie. Das ist also nicht für mich. Das ist noch ein kleines. Und die drei hier, die habe ich für mich mitgenommen. Oder? Das war auch für sie. Habe ich nur zwei für mich mitgenommen? Nee, stopp mal. Gar nicht wahr. Das Herz ist nämlich noch meins. So, das Herz hätte sie dann auch noch gern gehabt. Und das war dann aber leider das zweite. Hat mir dann jemand weggeschnappt. Weil ich hatte sie nämlich gefragt, und ob sie das will. Und dann sagte sie, ach nee, das Herz nicht. Und dann hatte ich es wieder reingetan, das zweite. Und dann sagte sie, ach doch, das Herz. Und dann bin ich wieder hin, dann war es weg. Da gab es nämlich nur noch zwei von. Genau. Und ja, genau. Und die beiden, die waren halt auch noch für sie. Und ich habe mir nur die großen mitgenommen. Einmal das hier, das fand ich ganz cool so, mit so einem 3D-Muster. Das probiere ich nachher auch mal aus auf jeden Fall. Dann hier so ein Herz, was dann eben auch so eine 3D-Optik bekommt. Und dann einmal solche Sternchen in verschiedenen Größen. Und ich glaube, das ist hier echt ziemlich dick, das Embossing-Teil. Ich hole das gerade mal raus und guck mal. Ja, also das ist hier echt ganz schön stabil. Und die sind halt nicht einfach nur, dass man die so komplett reindrückt, sondern die sind halt auch wieder so ein bisschen abgerundet, so ein bisschen 3D-technisch. Ja, also auf jeden Fall mega schön. Muss ich definitiv ausprobieren, alle drei. Nochmal ein bisschen unspektakulär, auch für meine Mixed-Media-Sachen schon mit schwarzer Farbe bemalt. Dann brauche ich die nicht immer bemalen. Einmal schon Buchstaben. Die kann man ja auch irgendwie nie genug haben, finde ich. Dann hatte ich ja einmal in meinem anderen Haul gesagt, dass ich mich geärgert habe, dass ich davon nicht noch mehr habe. Und ich glaube, ich habe es auch zweimal mitgenommen. Genau, ich habe es zweimal mitgenommen, aber einmal in dieser Form und einmal in dieser. Und da ging es mir ja auch um diese Buchecken, die halt hier drin sind. Und dann habe ich mir die hier nochmal mitgenommen. Die habe ich zwar auch schon, aber ich finde die wunderschön. Die kann man einfach nicht genug haben. Und wenn die dann noch ein bisschen mit den Farben angemalt sind, dann sind die gleich nochmal schöner. Dann mussten diese Glasmaler nochmal mit, weil ich mir bei denen nicht sicher war, ob ich die schon habe. Bei dem Blau war ich mir überhaupt nicht sicher und Silber auch nicht. Und dann dachte ich, ach komm, egal, nimm die mit, die sind ja nicht so teuer. Und ja, hier diese
normalen Malstifte in 2 mm, 3,5 und 5 mm. Die nehme ich mir ja öfter mal mit, weil ich mit denen halt wirklich oft was mache. Meine Ränder einfärben von Karten und alles Mögliche mache ich damit. Und deswegen sind die auch relativ fix bei mir alle. Deswegen kommen die fast jedes Mal mit, wenn ich selber im Action bin. Betont. Diese beiden Sachen hier, die waren irgendwie auch neu und die möchte ich ausprobieren für den Plotter. Und zwar ist das hier so eine Art Kunstleder, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist quasi wie Stoff, es gibt auch ein bisschen nach. Und dann hat man eben, hier sind jetzt zwei goldene, hier ist so ein Glitzer, einmal in bunt, das habe ich ja gar nicht gesehen, voll cool. Hier so ein Blauglitzer und dann hier noch zwei verschiedene Blautöne. Ja, und das kann ich natürlich perfekt nehmen, um Applikationen zu machen für mein Nähzimmer. Da kann ich mit einem Plotter Applikationen mir ausschneiden und kann die mir dann aufnähen. Ja, ziemlich cool. Und vor allem das hier, das habe ich hier echt gar nicht gesehen. Wenn das außen gewesen wäre, da hätte ich mir bestimmt zweimal mitgenommen. Ja, sieht richtig cool aus. Ja, und dann nochmal diese Packung. Da gucken wir auch gerade mal rein, wenn wir schon dabei sind. Welche Farben sich hier drin verstecken. Also es waren nur diese beiden, die man von außen gesehen hat. Einmal so ein Blau und einmal hier diese Farbe. So hat man das von außen dann nur gesehen. So, und hier haben wir dann, wie gesagt, einmal so ein Kupfer. Was ist das? Was ist das? Jawohl, hier ist, nein, das ist nicht das Bunte. Schade, es ist aber ein Silber, so Silber mit einem leichten Kupfer-Touch, auch sehr schön. Dann so ein Orange und dann geht es halt in die Brauntöne und wieder in die Kupfertöne. Ja, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall mit dem Plotter mir irgendwas ausplottern und das gehört dann mit in mein Nähzimmer. Da werde ich mal so ein paar Applikationen mir draus machen und dann mit auf meine Teile machen. Zu guter Letzt vom Action noch diese Flaschen hier mit diesem tollen Verschluss und hier oben so ein schönes Blümchen dran. Ist auch eine super schöne Idee zum selber machen, finde ich, um das mal irgendwo dran zu machen. Man hat ja, man kann ja beim Doreen Beads zum Beispiel hier diese kleinen Blüten holen und die gibt es ja auch in dieser Größe und also die gibt es ja groß und klein und dann hier einfach nur so ein Biegestab, so hier einfach so ein Teil dann und unten so eine kleine Schlaufe und schon hat man dann hier die Perle oder hier sind zum Beispiel, die sind hier wie Nägel, da sind unten schon quasi Stopper dran, weil hier nämlich wie unten sind die wie Nägel und da macht man oben die Schlaufe selber. Oder man nimmt die mit der Schlaufe und macht unten halt nur irgendwas dran, dass man da dann eben unten auch wie so, wie hier haben sie ja nur so einen Haken gebogen und oben hat sie halt die Schlaufe und das Ganze hier einfach nur an so ein Nylonband dran. Finde ich eine super tolle Idee, um einfach ein paar Sachen, ein paar Geschenke oder so noch zu verschönern. Ja, und das Nylonband, das gehört auch eigentlich hier unten drum. So, und dann hängt das Blümchen eben hier unten so schön dran. Finde ich eine super mega tolle Idee, muss ich ehrlich gestehen. Also das finde ich ist auf jeden Fall was, was man gut nachmachen kann, um einfach ein Geschenk noch mal ein bisschen zu verschönern. Und ich hoffe, ihr seht das. Die Flaschen, die haben so einen bunten Glitzer. Bei der hier ist es jetzt gar nicht so. Hat die das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Aber die hier hat es auf jeden Fall. Ich hatte die nur gesehen. Und hatte dann einfach noch eine zweite gegriffen, aber ich glaube, die hat das hier gar nicht mit diesem bunten Schimmer. Aber die hat das eben, dass sie dann nochmal so einen bunten Schein hat. Fand ich total schön. Ja, und zu Weihnachten ein paar selbstgemachte Kleinigkeiten. Kann ich mir gut vorstellen, was reinzumachen, das zu verschenken zu Weihnachten. Finde ich total schön. Ja, dazu wird sehr, sehr wahrscheinlich heute noch ein Video kommen. Zu der Weihnachts- und Adventszeit.
was da so auf euch zukommt auf meinem Kanal. Da will ich heute noch ein Video zu machen. Aber jetzt erstmal der Haul weiter. Und zwar war das jetzt Action. Ich räume einmal kurz die Action-Sachen beiseite, damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Gleich geht's weiter. Ja, wie versprochen geht es jetzt weiter mit Kodiak. Also Kodi heißt das, genau. Und hier habe ich leider den Bon auch nicht mitgenommen, aber die Sachen waren auch echt relativ günstig. Wobei ich glaube, so ein Kranz beim Action auch günstiger gewesen wäre. Also da habe ich mich dann auch geärgert. Wobei die beim Action, glaube ich, größer waren. Ja, das ist ja hier einfach nur so ein Strohkranz, der dann hier mit so Nylon oder was das hier ist, so Faden halt umwickelt ist. Und dadurch halt festgehalten wird. Ich möchte mir nämlich einen Adventskranz machen und dafür habe ich mir den mitgenommen. Und dazu habe ich mir dann hier noch diese Pika mitgenommen, wo ich dann eben, die ich dann hier eben reinstecke, um meine Kerzen da drauf zu machen. Sowie einmal solche Pilze und dann hier solche Kügelchen. Ja, und den Rest habe ich ja im Garten und im Wald und so weiter, den ich dann hier so mit drumrum mache, einfach ein bisschen Moos holen, trocknen lassen, entweder so auf der Fensterbank trocknen lassen oder im Backofen. Und ja, ein paar Äste, ein paar Zweige und irgendwie so ein bisschen Tanne und dann alles eben ein bisschen schick da reinpiekse. Ich habe bei Hornbach vor ein paar Tagen mir solche Metallteile gekauft, die wie so ein U sind, ziemlich lang. Und damit kann man das dann gut feststecken. Und das werde ich dafür auch benutzen. Ja. Ich hatte es ja schon gesagt vorhin beim Action, dass ich mir da auch solche Teile geholt habe. Und da hat, glaube ich, ein so ein Ding hier über einen Euro gekostet. Fand ich da schon günstig. Und dann finde ich beim Action 3 in einer Packung für denselben Preis, was hier einer gekostet hat. Allerdings haben die hier den Maß 20x30. Die hätten auch 25x25 gehabt und die wären noch teurer gewesen. Und deswegen habe ich die dann nicht mitgenommen. Aber ich bin jetzt ganz froh eigentlich. So habe ich hier zwei verschiedene Maße und hier habe ich ja 4 Stück mir von genommen. Ach, hier seht ihr es sogar. Hier, da. Kodi.de, also wer da mal drauf gucken möchte. Wie gesagt, da gibt es einige Sachen, die auch recht günstig sind. Man muss halt schon ein bisschen gucken. Ne? Zu guter Letzt habe ich hier noch Bänder mitgenommen. Und zwar fühlen die sich so ein bisschen an wie so Naturbänder. Und ich mache das mal nur hier oben so ein bisschen auf, dass ich das unten gar nicht richtig aufmache. Ja, das haben sie hier nochmal so festgeklebt mit dieser. Und dann kann man das hier nämlich rausziehen. Und ihr seht, die sind in einem dann gleich so verschiedene Farben drin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, wenn ich es nicht aufmache, dass ich es hier rausziehen kann. Jawohl. Ja, und das finde ich super schön, um Geschenke damit zu verpacken. Und dann hat man eben schon so verschiedene Farben. Und ja, einmal diesen Farbmix hier fand ich ganz schön und dann ist es noch dieser Farbmix hier, den finde ich natürlich noch schöner. Aber ich weiß ja, dass viele von meinen Leutchen solche bunten Sachen ganz gerne mögen und deswegen habe ich das nochmal mitgenommen. Ja, so ganz mit ganz Rot habe ich noch gesucht, aber das gab es irgendwie nicht, weil ja, Rot ist ja jetzt zu Weihnachten, ne? Und ja gut, ich habe sowieso die meisten meiner Geschenke und die meisten Sachen, die ich jetzt machen wollte, habe ich jetzt eh schon verschenkt und schon verschickt. Also von daher ist jetzt nur noch so ein bisschen hier zu Hause Freundeskreis und ja, Familie. Und da wir uns aber alle nicht so wirklich beschenken, ist es jetzt nicht mehr so viel. Aber ich denke mal, das kann man auch außerhalb von Weihnachten super gut benutzen. Also das ist auch super zum Geburtstag oder so. Genau, und das hat 1,99 € gekostet. Da sind 10 Meter drauf, finde ich in Ordnung. Ja, das war schon. Mehr habe ich dort nicht mitgenommen. Ich hatte da noch überlegt, noch ein bisschen was anderes mitzunehmen. Aber ja, ich wollte mich da nicht so ausleben, weil ich mir gedacht habe, nein, ich fahre heute noch in Action. Ich bin hier heute mal ein bisschen sparsamer. Genau, und deswegen habe ich hier nur so ein paar Kleinigkeiten mitgenommen.
Na gut, ihr Lieben, das war schon mein Haul. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.